Kraken, Mensch. Ja, alles in Ordnung, mein Freund. Underdog-Duell, das ist heute das Stichwort. Wir werden heute in Erfahrung bringen, ob ein No-Name, ein Dönerladen, von dem nie jemand was gehört, also zumindest der nicht in der Öffentlichkeit steht, keinen Namen hat wie Alaturka, Mustafa, Mehmet, ob der mithalten kann mit diesen großen Namen. Beziehungsweise ob auch eure Empfehlungen mithalten können. Ich habe hier nämlich zwei Empfehlungen in Harburg, passend bei mir um die Ecke. Und ich möchte gucken, ob sie mithalten können. Das werden wir in Erfahrung bringen. Meine Freundin holt mich jetzt ab und dann geht's los nach Harburg. Glaubt mir, Leute, ich habe alles richtig gemacht. Holt euch eine Sugar Mami. Mit dem Auto kann man sich sehen lassen. Nicht, dass ich jetzt auf dicke Hose damit mache mit dem Auto so, aber ihr wisst, was ich meine. So Leute, wir sind am Start, wir sind in Harburg. Meine bezaubernde Freundin hinter der Kamera. Wir haben hier einen handgemachten Döner, also handgemachtes Dönerfleisch. Hier steht vorne mal Scheibenfleisch, 100% Kalbfleisch. Wir warten jetzt auf den Besitzer, der wurde eben angerufen. Dann wechseln wir noch ein, zwei Worte, werden kurz warm und dann wird Döner gefressen. So, ich habe hier El Chef am Start. Grüß dich. Ja, danke, dass du am Start bist. Erzähl mir doch mal ganz kurz irgendwas über den Döner, ganz schnell so, die geilen Sachen. Ja, das ist eine eigene Produktion, 100%iges Fleisch, was wir selber machen hier. Direkt drinnen, jeden Tag frisch und täglich. Ja, alles in Ordnung, mein Freund. Keine Phosphate, keine Chemikalien drin, jeden Tag täglich gemacht, frisch. Das ist das Wichtigste eigentlich. Okay, also 100% Handmade, ja. Fleisch, alles von, also gibt es nur bei euch, nirgendwo anders. Genau, Selfmade. So, ja, ja, Soßen selber, alles perfekt. Dann würde ich sagen, testen wir deinen Döner mal. Mit Zeit. Perfekt. Ja. Perfekt. So, so sieht der Döner aus, Leute. So, Leute, jetzt mal eine Live-Reaction. Erstmal. Also, eins kann ich euch schon mal sagen. Erstmal danke für die Empfehlung. Ich versuche immer, oder ich, was heißt ich versuche? Ich freue mich natürlich drüber, wenn ich etwas habe, worüber ich mich begeistern kann beim Döner. Ich sage euch, diese Soßen mit dem Brot. Ihr kennt das, wenn das Brot außen knusprig, innen saugt es die Soße so auf. Und einfach so, das heißt matschig, ihr wisst, was ich meine. Gerade das unten beim Döner, was das Beste ist, ist schon, und da gibt's am Schluss für diesen Döner. Jetzt geht's erstmal weiter zu Hünker. So Leute, wir sind bei Hünker angekommen und ja, ich habe hier noch meinen Ehrenmann am Start, der ist ja Stammgast. Sag mal ehrlich, ist das der heftigste Döner hier in der Umgebung? Der beste Harburger Döner auf jeden Fall. Also okay, auf jeden Fall. Was macht den Döner aus, was würdest du sagen? Das Fleisch auf jeden Fall ist sehr lecker, das ist halt hohe Qualität alles. Und die haben die größten Tüten hier auf jeden Fall auch aus ganz Harburg, so wie ich kenne daher. Geil, aber du isst auch normal Döner? Ah, eher die Tüte, muss ich sagen. Eher die Tüte, aber... Egal, zählt trotzdem. Egal, zählt trotzdem. Zählt trotzdem. Ja. Ja, Mann, dann danke ich dir für deine Info. Wir zischen mal rein und gucken mal, ob du wahre Wolle sprichst. Die haben sogar der Gerät, das feiere ich am meisten. Also ich werde da jetzt nochmal rein zu den Jungs und dann werden wir nochmal gucken, was sie uns zaubern. Der Gerät kommt an Start, es steht sogar drauf, Leute. Kennst du den Spruch von der Gerät, der im Fernsehen war? Der Gerät ist vor allen anderen im Laden. Er schneidet Schweiz frei. Er schneidet was? Schweiz frei. Hünker Harburg, Leute, so viele Nachrichten von euch bekommen. Gefühlt jeder Harburger hat mir geschrieben. Bin gespannt. Brot sehr knusprig. Erster Eindruck, auch Soßen krank, muss ich sagen. Soßen krank. Oder die eine. Ich weiß gerade nur in eine rein. Ja, Leute, ganz vergessen. Haut auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare rein, wo es als nächstes hingehen soll. Gerne in der Umgebung, gerne aber auch woanders. Scheißegal, ich baller dahin. Nächste Döner-Empfehlung von euch und Holle testet.
Alle gucken mich an, als wäre ich irgendein, keine Ahnung, Hinterwäldler, weil ich die ganze Schnauze voller Soße hab. Sexy, ne, Schatz? Unfassbar. Also Leute, mit dem letzten Bissen in der Hand, meine finale Bewertung. Es stehen sich zwei Dinge gegenüber. Einmal bei Mess Tantoni, das herausragende Fleisch, einfach selber gemacht, hausgemacht, real. Ihr wisst, da stehe ich drauf. Da sind keine Geschmacksverstärker drin, gar nichts. Also hoffe ich zumindest, ne? Das kann man es trotzdem nicht. Steht gegenüber Hünker mit wirklich Weltklasse-Soßen. Diese Soße, die hat mich komplett weggeflasht. Komplett. Und ich gebe, es ist ein enges Rennen, es ist wirklich ein ganz enges Rennen. Ich gebe Mess Tantoni eine 8,1, Hünker eine 8. Es ist nahezu gleich, es ist einfach nur Geschmackssache. Und für mich ist immer so dennoch mal Fleisch selber gemacht irgendwie. Das Nonplusultra. Für mich sind das beides zu besten Döner Deutschland langst noch nicht. Da fehlt, fehlt eine kleine Ecke. Ihr wisst ja, ich war in Stuttgart, Bremen, ich war in Berlin, wo auch immer ich noch hinfahren werde. Aber es sind hier in der Umgebung, kann ich euch sagen, die beiden Döner, kommt nichts ran. Also überall in der Umgebung, egal wo ihr esst, ich habe hier viele Döner gegessen, da kommt nichts an diese Döner ran. Wirklich, müsst ihr testen. Lasst gerne ein Abo da, Leute, nochmal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, und wie gesagt, Döner überall möglich. Irgendwas reinschreiben. Zur Not fahre ich nach Australien. Kurze Werbeunterbrechung nochmal zum Schluss von zu Hause aus, weil ich es vergessen habe im Video. Koro.de eher gesagt. Guckt da mal rein, geile Köstlichkeit, alles mögliche, vorwiegend im Bio, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Bio-Ingwer-Shot gibt es da. Allen möglichen Kram, Leinsamen, Haferflocken und. Mit Holle gibt es 5% für den direkten Support an mich. 5% hin oder her, aber der direkte Support an mich. Genau. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.